Was geht, alles klar? Ja, den Umständen entsprechend. Das ist halt ehrlich krass, ja. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich bin jeden Tag live, aber heute war es so schwierig, überhaupt live zu gehen. Wieso? Ich wollte eigentlich gar nicht kommen. Wieso aber? Wegen dieser Scheiße da? Bruder, also wirklich, was da teilweise abgeht, das ist so eklig, Bruder. Das Ding ist, du kommst von Warzone, du kennst das nicht, ne? Ja. Bruder, es ist halt, ich hab's auch gerade im Chat so gesagt, das ist schon sehr, sehr eklig. Ich will für jeden Menschen wirklich nur das Gute, ne? Ja, ja. Für niemanden was Schlechtes. Aber wenn ich dann Nachrichten bekomme, dass es, also dass sie meine Familie bedrohen, meinen Hund bedrohen, mich bedrohen oder auch mich komplett in München suchen wollen, Bruder, das ist dann schon sehr, sehr eklig so. Das ist sehr, sehr widerwärtig. Und davon, von so welchen Leuten muss man sich ganz klar distanzieren. Bruder, und ich sag dir, wie es ist, es hört sich komisch an, aber das habe ich wirklich nur in GTA miterlebt, Mann. Bruder, chill, wenn diese 9-Euro-Ticket weg ist, dann kommt keiner dich suchen. Nein! Alles gut. Sehr gut. Und vor allem so, ich weiß, man ist so an der Öffentlichkeit und das sind natürlich so 5 oder 10%, okay? Was ist 5 oder 10%? Das sind so 5% oder 1%, die das sind, diese ekligen Menschen. Aber das ist so krass. Leute so wissen halt mittlerweile oder wissen so oder werden früher oder später wissen, wo du wohnst. Und das ist halt. Oder ich sag dir, es ist eklig und so von sowas links, ne? Aber. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, das sind alles Chickens. Das sind Chicken Wings alles. Kannst du mir glauben? Ja, ja, ja. Das sind so die. Also Bruder, ein normaler Typ, der schreibt dir nicht auf Insta sowas. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, nee, was muss bei dir kaputt im Kopf sein, dass du wegen einem Spiel Leuten irgend so eine Scheiße schreibst? Das ist halt echt krank. Du verlierst auch so die Lust so am Spielen, du verlierst die Luft oder beziehungsweise generell am Spielen und am Streamen so. Also Menschen können halt schon sehr, sehr eklig sein. Und es ist halt ein Fluch und Segen zugleich. Ja, fühle ich. Ja, das fühle ich. Was nennen die denn für Gründe? Wann kam das dann? Wegen was? Überhaupt. Oh mein Gott, wo kommt der Voice-Kick her? Wirklich nur wegen GTA, ich sag's dir, wie es ist. Scheint mir winzig, ich komme mit den ganzen Cousins. Aber es ist halt wirklich GTA. So, ich habe auch schon vieles Ekliges bei Call of Duty mitgemacht, okay? Aber niemals so. Aber niemals so, Bruder. Vor allem so, wir sind halt auch irgendwo unterwegs, wo halt auch sehr, sehr viele Leute zuschauen und so eine große Masse ist. Ja. Egal, was du machst. Ich habe halt auch momentan dasselbe, so ein bisschen Downphase, dass ich so ein bisschen. Ah, ich weiß nicht, Digga, Kali hat alles erreicht. Mehr geht eigentlich nicht. Es sind so viel wenig RP-Stränge noch da, weißt du? Also, vielleicht dachte ich mir dann so, weiß ich nicht, kann man mal ein bisschen woanders auskundschaften gehen, so ohne irgendwas schlecht zu reden, einfach so auf entspannt. Und wie gesagt, es nimmt so den Spaß vom Spiel und bevor ich wirklich da weitermache, so auf Krampf, wieso gehe ich dem nicht aus dem Weg so? Ja, aber Bruder, du genießt doch GTA, oder nicht? Also auch. Ja, das auch, ja. Aber. Aber ich glaube, ich komme mit dieser Scheiße nicht klar. Oder glaub mir, das ist als GTA-Streamer und allgemein auch als Streamer gar nicht so nicht normal. Und Uri, ich will für jeden Menschen wirklich nur das Beste. Ich soll ein Hund sein, wenn ich bei irgendjemandem Auge mache oder jemandem was Schlechtes wünsche. Also Bruder, ich sag dir einfach Scheiß drauf. Lass uns einfach weitermachen. Scheiß auf diese Leute. Weil Bruder, egal was wir machen, egal was es geben wird, es wird immer so welche Leute geben. Spoisi. Und jetzt stell dir mal vor, du kriegst eine Woche lang bei Warzone sowas ab. Willst du dann auch sagen, Warzone ist auch jetzt nichts mehr für mich? Digga, am Ende ist Streaming nichts mehr für dich. Am Ende ist das, was deine Leidenschaft geworden ist, durch Leuten kaputt gemacht worden. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Weißt du, was ich meine? Ja, du hast schon recht. Aber ich sag dir, das ist hundertprozentig. Du sagst ja, das ist ja mit Warzone. Aber ich sag dir, wie es ist, dass das hundertprozentig geht, ja. Ja, schon. Es ist schwierig. Ich weiß halt nicht, was dagegen hilft. Soll ich Pause machen? Soll ich gehen? Haben sie dann das erreicht, was sie wollten? Und ja, haben sie dann. Kannst du mir glauben, die haben dann genau das, was die haben wollten. Und das sind ja irgendwelche so welche Kringeleute, die sich dann zu Hause so auslachen. Das war halt zu Hause, was sie halt nie verlassen. Sondern immer da chillen und die haben nicht mal ihre Pizzakartons von den letzten 6 Monaten weggebracht. Die liegen alle im Zimmer verteilt.
Und die lachen sich, denken, Digga, hab den voll dazu gebracht, Mann. So kriegen die Leute. Und du hängst dann da, Digga, als professioneller RP-Spieler, als einer der wenigen, würde ich sagen, mittlerweile, die gutes RP machen, und denkst dir, Digga, pa, musst du alles an den Nagel hängen für so einen Kringe. Bruder, wirklich, ich liebe dich. Wie kannst du bitte bei so einer ernsten und liebe Ansprache währenddessen Klinge sagen? Wirklich, ich kann nicht klären. Ja, es ist irgendwie in meinem Wortschatz jetzt eingebaut, Bruder. Das ist vorbei bei mir jetzt mit Klinge. Ja, ich sag's, wie es ist. Ey. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Einfach aufstehen und weitermachen. Das machen wir sehr gern. Glaub mir, Bruder. Soll ich dir sagen, wann ich dich beruhigen kann? Ich muss dir mal offscreen meine Insta-DMs zeigen. Also die ich natürlich alle fotografiert habe und weitergeleitet habe an mein Management, was sich dann darum kümmert, dass sie am Ende natürlich bei der Polizei landen. Weil dagegen muss vorgegangen werden. Weißt du, was ich meine? Das sind definitiv Nachrichten dabei, die von Polizei müssen. Weil teilweise sind da wirklich Leute dabei, also die auch for real halt real sind so. Und die auch echt älter sind. Und dann denke ich mir, Ja. so wirklich, geh mal irgendwie vor die Tür, krieg mal ein bisschen frische Luft so. Wer bist du, dass du irgendwie anderen Menschen irgendwie Uhrzeit drohst? Zieh Also. einfach hier nach Buxtehude. Wir laufen dann nur noch zusammen rum, Sergen. Dann beschützt du mich. Abo der Security. Bist du eigentlich am zusammen dabei? Du meinst TwitchCon? Ja. Wann ist sie nochmal? Juli. Im Juli? Ja, noch Ja. März, April, Mai, Juni, Juli. Juli, das heißt in einem Monat. Richtig. Digga, dann könnte rein theoretisch schon meine Wohnung und so fertig sein. Das heißt, rein theoretisch könnte ich das sogar machen. Ich muss halt nochmal schauen. Auch wegen Rohi Bro hier, Brighty Schmighty, Fragi Magi. Ja. Und ja, ist so gar nicht so weit weg, glaube ich, sogar Holland hier von hier. Bin ja in Niedersachsen. Ja. Komm vorbei. Würde mich freuen. Wir haben auch sehr viel Zeit in Köln miteinander verbracht. Und an der Stelle muss ich sagen, das habe ich auch schon öfter sonst zu mir erwähnt, dass du ein herzensguter Mensch bist. Ich küsse dein Herz. Wir haben viel Zeit verbracht, das stimmt, aber trotzdem zu wenig. Wir hätten noch mehr chillen. Es war aber sowieso alles und drauf und drunter, Ja, das war so oder so ein Stress alles in Köln. ne? Ja, das stimmt. Ja, ich muss mir die Sache angucken. Ich muss mir das, wie gesagt, durch den Kopf gehen lassen, wie ich da weitermache. Aber das, was du gesagt hast, da hast du schon recht. Oder Neusi, du hast verloren, wenn du das aufgibst. Glaub mir doch einfach. Du hast verloren. Für wen? Für wen? Für so welche Pendejos? Weißt du, was ich meine? Es lohnt sich nicht, Bruder. Die Calivergas können sich verpissen gehen. Das sind Leute, die scheren sich einen Scheiß um dich. Und dann am Ende sitzen wir da und machen uns Gedanken über diese Mentirosos. Das ist einfach so. Du hast recht. Bruder, ich hab das doch. Digga, Sergen, glaub mir, den ersten Monat hier. Oder ich war damit. Das war alles neu für mich. Das war alles neu für mich. Oder was ich da alles abbekommen habe. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich meine, okay, ich habe viel Auffangfläche. Aber das ging gar nicht mehr. Jetzt die letzte Zeit. Bam, Bruder, die kommen von links, rechts, geradeaus, oben, unten. Die werfen einen Sachen vor. Yani, die. Was weiß ich sind. Ich versuche, dass Leute gebannt werden, die cheaten und die hetzen. Digga, die sagen mir, ich kann nicht verlieren. Nicht nur das, Bruder. Ich sag dir, die Discord-Nachrichten von mir sind süß. Die sind richtig auf Honig angelehnt. Komplett, Bruder. Die Insta-Nachrichten. Boah, Bruder, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Das ist der Mierda der Gesellschaft. Du Kleiner! Jetzt reicht's mir, Digga. Jetzt reicht's mir. Was? Keine Munition. Ach, hier hat mich Stream sniped mich die ganze Zeit einer und rammt mich die ganze Zeit. Er nervt mich so heftig. Er wird mich aufhören. Ah, Hilfe! Loser! Geht's dir gut? Bruder, er Stream sniped mich und fährt mich die ganze Zeit um. Asra, ich bin den Call. Assalamu Alaikum. Salam. Hey, Sergen. Ja, perfekt. Ja, Bruder. Junge, kannst du mir erklären, was los mit dir ist? Bruder, sehr, sehr eklig. Kann ich dir mal alles offstream erzählen? Ich bekomme das doch mit. Aber, Bruder, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Ich höre so Sachen. Guck mal, Bruder, erstmal, ich sehe dein Gesicht hier erstmal. Bruder, alle unsere Jungs, okay? Alle, Bruder, wir hingen gerade vor dem Bildschirm, Bruder. Wir gucken einfach. Wir denken uns, Bruder, was geht da ab? Bruder, ich sehe dein Herz, Bruder, Walla. Bruder. Guck mal, jetzt, ich sag dir mal eine Sache, Bruder. Ich will gar nicht lange hier deinen Kopf therapieren, Bruder. Ja? Ist Aber gut. einer muss das machen, Bruder, weil einer muss dir ein paar
sag ich mal, Aussageschellen geben, damit du mal wieder auf dein Leben klarkommst. Bruder, ich höre hier Sachen wie, ich muss eine Pause machen, dies, das. Guck mal, wenn du eine Pause machen musst, weil es für deine Gesundheit besser wäre oder für deine Psyche, dann mach das. Aber wenn du die Pause erst in Kauf nehmen willst oder erst darüber nachdenkst, eine Pause zu machen, nur weil Leute dich dazu drängen und du dir denkst, ich mach das, um von diesem Shitstorm wegzukommen, Bruder, dann ist das echt eine schwache Leistung, Bruder. Das stimmt, Bruder. Weil, Bruder, Leute, die dich haten, gibt's, Bruder, ey, weißt du nicht mehr, was wir dir alles erzählt haben, als wir OG-Bloodout genommen haben, Bruder? Ja. Bruder, ich küsse dein Herz, ey, das war, Bruder, das war ein ganz anderes Level. Und ich sag dir ehrlich, Bruder, das, was du gerade machst, Bruder, das ist einfach nur Bestätigung für diese Leute geben, Bruder. Wenn du so machst, Bruder, dann erreichen die Leute genau das, was die wollen. Weil, Bruder, hier diese ganzen Morddrohungen, dies, das. Denkst du, es gibt da wirklich Leute, die dir was antun können, Bruder? Das sind kleine Jungs hinter ihrem PC, Bruder, die sich sicher fühlen. Das ist alles im Spiel. Die Morddrohungen sind nur im Spiel. Ja, und die durch verbale Kommunikation einfach versuchen, Bruder, dich hinter deinem Rechner, Bruder, dir genau das anzutun, was sie gerade machen. Bruder, ich küsse dein Herz, Wallah, Bruder. Du sitzt da, Bruder. Siehst aus, als hättest du, keine Ahnung, 3-0 Klatsche gegen Kali kassiert, Bruder. Wallah, ich küsse dein Auge, Bruder. Wallah, Bruder, raff dich ein bisschen, Bruder, jetzt ehrlich. Das ist nicht einfach, natürlich, ne? Besonders nicht, wenn man dauerhaft so mit konfrontiert wird. Aber ich küsse deine Augen, Bruder. Wir sind, also die ganzen Jungs, Bruder, waren auch gerade im Call. Wenn was ist, Bruder, wir sind auch alle für dich da. Ich will hier gar nicht jetzt den Helden oder sonst was markieren, aber Lack wird man da und Wallah. Also wir haben festgestellt, auf jeden Fall, Azrael, du bist ein Bruder. Ja. Was bin ich? Ein Bruder. Warum? Ja, bist du kein Bruder? Ja doch, aber, hä? Hab ich zu Bruder gesagt? Nein, Bruder, was redest du, Bruder? Das war eine Papa, Bruder. Ach so. Bruder, das ist bei uns, Bruder, das ist bei uns im Ding, das ist meine Sprache, was soll ich machen, Bruder, jetzt, ja. Bruder hat mich kurz aufs Gehör, egal. Ey, Sergen, Abo, Bruder, ich wünsche euch viel Spaß. Ich küsse den jetzt, also reinlich. Alle Jungs, ich will gar nicht, ich weiter therapieren. Und Sergen, Wallah, Betmando und Wallah, Yatneb. Ich küsse dein Herz, Bruder. Jetzt fängst du auch noch an, Sergen, Bruder. Er hat einfach Bruder sein durchgespielt. Ich sag's dir. Ey, einer hat sogar mitgezählt, 26 Mal. Ich wäre so besoffen danach. Bruder, ich distanziere mich vom Alkohol. Vom was? Nee, von Alkohol. Wieso bist du eigentlich nicht mit auf Malle gefahren? Weil ich mich vom Alkohol distanziere. Sehr gut. Schöne Sache. Ist das der wahre Grund, Sergen? Natürlich. 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 Nein, nicht. Ich, du trinkst auch 0,0, ne? Natürlich, 0,000. Okay, ich bin ehrlich, ab und zu. Vielleicht ab und zu mal ein Bier. Bier trinke ich auch. Malzbier. Darf man nicht zu viel von trinken, das macht sehr dick. Nein, vielleicht ist es bei mir deswegen so passiert. Ja, ich auch. Geht's ganz eins genauso. Warte mal, jeden Tag trinkst du ein Bier, Sergen? Nein, nein. Wenn wir, zum Beispiel in Köln hatte ich vielleicht ein, zwei. Bruder, Promille, ja. Stimmt, du hast sogar noch ein Video hochgeladen davon. Digga, ich dachte, Sergen ist allgemein einfach lustig drauf. Wir reden die ganze Zeit, Digga, und irgendwann merke ich, ey, ich glaube, der ist angetrunken oder so. Ich habe das gar nicht gecheckt, weil er hat ja keinen Alkohol dabei oder sowas. Wir saßen ja, ich war ja im Hotel oben, er ist zu uns ins Hotel gekommen. Ich habe das gar nicht gecheckt. Und Danny wollte noch auf dem Weg beim Kiosk halten und noch ein paar Bier kaufen. Danny? Ja, boah, ja. Boah, Digga, Bruder, aller Bruder. Danny ist da mit einem kompletten Rucksack voller Bier gekommen. Trinkst du Vitamalz? Natürlich, Vitamalz Beste. Vitamalz ist ja Malzbier. Aber da ist auch kein Alkohol drin. Natürlich ist da kein Alkohol drin. Ich sag dir, wie es ist. Besser ist davon Distanz zu haben. Natürlich. Natürlich.